Träume für bare Münze, schwelgen Fantasie. Hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht. Wärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Arm. Halt nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Bin vor Freude außer mir, langsam mit sie untergehen. Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeiten, nimm mich im Sturm, die Nacht ist kommt. Friedvoll, liebevoll, überwältigt von dir. Schön ist, dass es geht. Fühl mich bei dir geborgen. Setz mein Herz auf dich. Wir jeden Moment genießen. Dauer ewiglich. Bei dir ist gut am Leben. Glück im Überfluss. Wir werden los ergeben. Weil es ruht. Alle vier! Alle vier! Alle vier! Also, warum hängt da jetzt ein Vorhang? Hallo! Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ja. Hi. Warte mal, ganz kurz. Ich dachte, da singt ein Typ. Jetzt, wo wahrscheinlich sie redet. Nee, das ist ein Mann. Ich hätte auch gedacht, ein Mann. Hände hoch, wer glaubt, das ist ein Mann? Im Publikum auch? Die Mehrheit sagt, ist es ein Mann? Wie kriegen wir das jetzt raus? Jeder darf eine Frage stellen. Und es muss eine Ja-Nein-Frage sein. Geil, geiles Spiel. Aber sag mal, glaubst du erst, dass jemand sich umgedreht hat? Also ich hoffe ja, dass wenigstens einer draufgehauen hat, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt ist der Stopp, Stimme sehr weit. Stopp, das war deine Frage. Nein. Stopp, Sido, deine Frage. Trägst du gerne Boxershorts? Zum Schlafen ja. Okay. Na? Alice? Okay, oh Gott, ich muss jetzt echt überlegen, was die klügste Frage ist. Gib mir ein paar Sekunden. Du hattest doch schon voll viel Zeit, ja, wenn wir geredet ja, weil ich euch zugehört habe. Ich kann nicht nachdenken und zuhören gleichzeitig. Das ist mein Männerproblem. Ah. Bin so gespannt auf diese Frage, Leute. Ich sag's euch. Soll ich zuerst stellen und du? Ja, mach du erst mal eine. Kannst du dir eine Frage ausdenken und zuhören gleichzeitig? Ja. Now, jetzt hau rein. All right. Bist du zum ersten Mal bei The Voice of Germany? Ja. Why? Hä? Was? Warum? Mann, das was die, ist jetzt nein, meine wir wollen Frage? Noch, Alice. Alice, lass, na, warte. Ich bin, Alice, wir wollen rausfinden, ja, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Ach so, aber das ist doch egal, ob man heutzutage eine Frau oder ein Mann ist. Okay, lass die Musik beginnen und dann machen wir 1, 2, 3 alle zusammen und dann lass die Gardine fallen. Nimm Träume für bare Münze, schwelgen Fantasie. Hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht. Wärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Fühl mich bei dir geborgen, setz mein Herz auf dich. Wir jeden Moment genießen, dauer ewiglich. Bei dir ist gut anlehnen und Glück im Überfluss.
ergeben, finde ich bei dir Trost. Dann erzähl doch mal, wer bist du? Ich bin die Marie. Ah. Marie, ich fand das sehr schön, sehr gefühlvoll in erster Linie. Nicht alle Töne haben gesessen, aber das, was mich überzeugt hat, war das Gefühl, das du rübergebracht hast. Ich bin ein bisschen bei Cedo, das saß nicht perfekt. Ich glaube, das ist ein bisschen Arbeit, aber die Gefühle waren die ganze Zeit da. Und bei mir zählt halt Gefühl sehr, sehr hoch angerechnet. Vielen Dank, dass du da bist. Danke. Hi Marie. Hi. Du hast auf jeden Fall eine sehr schöne Stimme gehabt, deshalb habe ich mich umgedreht. Du hast es sehr emotional rübergebracht. Ich würde aber gern mehr von dir wissen, was du gerne singst. Also von der Musik her sind die deutschen Balladen schon mein Zuhause. Okay, irgendwie. Also wünschst du dir auch... Also vor allem so deutsch eigentlich. Okay, verstehe. Da würde ich mich an der Stelle kurz mal einmischen. Du hast einen Song von Grönemeyer genommen, den wir alle im Ohr haben. Aber du hast es zu deiner eigenen Version gemacht. Natürlich, weil du ganz besonders klingst, du hast diese Reibeisenstimme. Aber ich hab dir das geglaubt irgendwie. Ich hab dir das abkaufen können. Und ich finde, wenn man auf die Balladen steht, in der Sprache, die wir alle denken und fühlen, also fast alle, dann muss man sich selber da so reinwerfen, ein Stück von sich selber bereit sein, herzuschenken. Das konnte ich total fühlen und ich würde sehr, sehr gerne mit dir hier weitermachen. Super, danke. Okay, Marie, jetzt hast du eine Entscheidung zu treffen. Das ist gut. Also ich hatte ganz am Anfang mal einen Plan gehabt. Dann war irgendwann der Plan, Hauptsache es haut jemand drauf. Und die deutschen Balladen sind schon mein Zuhause. Aber ich würde tatsächlich zu Alice gehen. Yeah. Wow! Oh mein Gott! Geil, Marie. Ich dachte, die geht zu dir. Dachte ich auch.